unseres Lebens. Wir verbinden mit ihnen Geschichten, Erinnerungen, Gefühle. Sie begleiten uns durch die Jahre, bis wir sie nicht mehr brauchen und weggeben. Manchmal aber haben die Dinge Glück und sie erhalten ein zweites Leben. Herbert Kuster, der leidenschaftliche Flohmarkthändler, ist mit seinem Mitarbeiter Hassan unterwegs zu einem Kunden. Wim Studer, ein in Holland aufgewachsener ehemaliger Banker, hat Herbert schon etliche Male zu sich bestellt. Immer wieder gibt er ein paar Sachen gratis ab. Der verwitwete 16-fache Großvater weiß, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Er will sich nach und nach von seinen Besitztümern trennen. Gesichtsmaske im Murano-Glas. Das ist sehr schwer. Jawohl, ja. Das ist auch etwas Supers. Mhm. Also, ich nehme das mal mit. Jawohl. Und wenn Sie dann das abtun, ich habe unten. Haben Sie sicher noch mal. Wir sind schon im Keller gewesen. Ja. Wie viele Mal sind wir schon bei Ihnen gewesen? Ja, ich glaube. Schon 3-4 Mal. Jawohl, ja. Und ich glaube, Sie sind jedes Mal glücklich gewesen. Ja, das bin ich gewesen, ja. Nein, wirklich. Also, ich das weiß ist, auch, was... Ihre Frau ist ja gestorben. Ja, jetzt mal vor zwei Jahren, oder? Nein, vor 3,5 Jahren. Vor 3,5 Jahren schon, ja. Im Keller warten weitere Schätze auf Herbert. Ja, okay. Da hat es zwei Teppiche. Warten Sie mal. Ja, okay. Das ist ein alter Kaukasus und das ist ein Berberteppich. Jawohl. Und zusammen. Das ist wird sie nicht allzu billig verhaufen, das ist gut. Ja, danke für den Tipp. Ja. Sachen, die man jahrelang tut, benutzen. Und dann kommt der Moment, da benutzt man es nicht mehr. Und dann tut man es versorgen, immer mit dem Gedanken, ja, vielleicht brauche ich das noch einmal. Aber der Moment, dass man etwas braucht, der kommt nie mehr. Wenn ich dann noch mal ein bisschen älter werde und sag mal, gesundheitlich geht es dann nicht mehr so gut und irgendwann muss man dann beim Petrus anklopfen, dann habe ich nicht gern, dass meine Kinder, die das alles räumen müssen, da noch in einem Chaos sind. Lieber, dass sie es bequem haben und so weiter. Aber das ist nur ein kleiner Nebengedanke. So. Voilà. Hey Gott. Ist alles gut gegangen da oben? Ja, jetzt den wir einladen. Schönen Gruß an die Frau. Ich werde sagen. Und werd machen sagen. Wieder eine gute Ferie. Ja. Okay, merci vielmals. Tschüss. Merci. Tschüss. Wieder verlässt Herbert Kuster einen Kunden mit ein paar guten Stücken. Aber der Trödelhändler ist oft auch ein Müllmann. Ich hätte es nicht für die Ware gezahlt. Das ist ja klar. Aber es hat ja noch relativ viel Abfall dabei. Aber das ist gut so. Es sind zwei, drei schöne Stück. Zwei, drei schöne Stück. Ja. Aber es ist eben auch viel Abfall. Das ist so. Das ist Teil vom Business, oder? So, jetzt kommt dann ganz zum Beispiel so ein Teil von typischen Abfall. Ganz typische. Yes! So! In einem der größten Brockenhäuser der Schweiz, in Dietikon, fließt der Lauf der Dinge in ganz anderem Tempo. Eine Flotte von 8 Transportern räumt jede Woche bis zu 50 Wohnungen. Bemsing Yaturai fährt mit 2 Mitarbeitern nach Basel zu Christine Lindler. Nach dem Tod ihrer Mutter muss sie das Elternhaus räumen, in dem sie eine glückliche Jugend verbracht hat. Hier oben ist mir einfach so gefühlsmässig, ist es mir noch so ganz noch. Und als wir Mami seine Kleider geräumt haben, also ich wollte das auch gar nicht allein machen. Ich wollte das mit meiner Schwester machen. Und dann haben wir also hier Kerzen angezündet und haben sie so quasi wie gefragt, Mami, also, du bist jetzt nicht mehr da, um Mühen zu machen, oder? Wir können das, we can't preserve it, oder? We have to do it.
sie ist noch jemand anders. I hope she's happy. Und wir schauen jetzt, dass es einen würdigen Abgang hat. Die Sachen, die sie daran gehangen ist. Ganz am Herzen liegt mir das und meiner Schwester auch. Der Kristall, mein Vater hat den gefunden auf einer Bergtour. Da müssen wir uns irgendwie zusammenraufen. Also, wir haben schon gesagt, ja, dann hast du ein Jahr und dann habe ich ein Jahr und dann hast du wieder ein Jahr und dann habe ich ein Jahr. Wir wissen es noch nicht. Wenn man den will, abeinander schneiden, kann man ihn nicht. Dann hat sie da so schöne Spitzennasentücher, was sie da tonnenweise hatte, von der Unterwäsche bis zu den Unterhemden. Und wenn wir hier schon beim Thema sind, da habe ich noch ein Ballkleid gefunden, das ich auch, also hat mich fast umgehauen, als ich das gesehen habe. Sie hatte ja ganz viele Ballkleider gehabt, so von St. Galler Spitzen, oder? Die hat sie dann auch angehabt, hat sie sich machen lassen. Und am Kleid hatte ich auch einen Haufen Freude gehabt. Immer wenn sie noch einmal vor war, bin ich in den Kasten hinterher marschiert und habe ihre Ballkleider angelegt, oder? Und dann I was a princess in einem anderen Leben. In einem der drei Lager von Herbert Kuster und seiner Frau Marion ist in der Zwischenzeit die Murano-Maske angekommen und sorgt für ziemliche Irritation. Er hat von Murano erzählt. Ja. Glaubst du mir das? Weiß ich nicht. Ist noch schwierig, haben wir noch nie gehabt. 70er Jahre, würde ich sagen. Die Ausbeute des Tages wird ausgeladen, begutachtet, aussortiert und bewertet. Da musst du noch erst durchschauen, ob das in Ordnung ist noch. So. Es ist bei uns macht's die Masse, oder? Und das High-End ist wieder Dessert. Den haben wir ja auch. Einfach beschränkt, oder? Und wir haben dann halt Vor- und Nachteile von der Masse, vom Massenverkauf halt auch, oder? Also, wir arbeiten mit ganz vielen kleinen Beträgen und müssen fleissig sein. Wie? Aber... Ja. Ja, sie spart er ständig. Und immer im Kontakt mit den Leuten. Darum, das Internet interessiert uns nicht. Ich habe keine Lust, mit der Frau so und so, mit dem Herrn so und so zu korrespondieren. Das, und ich sehe die Personen nie. So. Keine Lust. Ich will verkaufen, ich will sehen, dass sie glücklich sind mit dem, was sie kaufen. Ich will die Leute sehen. Herbert packt die Ware für den Flohmarkt am nächsten Tag ein. Ob das eigenartige Murano-Kunstwerk einen Abnehmer findet, wird sich zeigen müssen. Ja, ich denke, morgen kommen sicher zwei, drei Leute. Die kommen ungefähr miteinander. Und wenn es nur 20 Franken gibt, dann nehme ich 20 Franken. Und ich komme Signal über von den anderen. Das ist so. Also, das spürst du dann so, wie sie sich die Hand nehmen, oder? Ja, es ist so. Ungeachtet des Wetters, Kusters sind immer bei den Ersten, die auf dem Kanzleiflohmarkt ihren Stand aufbauen. Er kommt da, der kommt da und der kommt da. Genau. Okay. Wenn du aufgespannt hast, ist es eben sehr schwierig. So. Ich würde sagen, heute gibt es 50, 60 Stände, nicht mehr. Und das ist sehr wenig. Statt wie viel? Statt 150, 200. Also das ist im Winter und im Sommer gibt es 300. Oder? Das ist aber heute auch weniger Konkurrenz. Richtig. Kommt ihr nach? Ja, das hoffen wir fest. Ja, mal schauen. Kaum ist der Stand aufgebaut, kommen schon die ersten Händler, um vor dem Aufmarsch des großen Publikums die besten Stücke zu schnappen. Auch Sven Andres ist mit dabei.
Er ist praktisch auf dem Kanzleiareal aufgewachsen. Sein Vater hat ihn jeden Samstag an den Flohmarkt mitgenommen. Wenn schönes Wetter ist und viele Aussteller sind, dann ist da eine riesige Schlange von Händlern und einer tut gieriger als der andere. Und dann ist es fast ein bisschen wie im Flughafen, wenn Terroristen, also wie eine Massenhysterie, oder? Und jeder rennt aufs Zeug und man reißt sich das Zeug fast aus den Töpfen, oder? Und jeder will mehr Geld verdienen, oder? Innerhalb von kürzester Zeit, oder? Also man merkt. Was ist das? Eben, ich weiß keine Ahnung. Irgendwie macht es mir Angst und Freude zugleich. Teamchef Bemsing und seine Männer vom Brockiland haben es zu Christin Lindlers Haus in Basel geschafft. Ob sich die Fahrt gelohnt hat, werden sie bald erfahren. Herr Singh? Das kann nicht rüberfahren. Was gibt's da jetzt? Was machen wir? Jetzt machen wir die Wohnung ausräumen. Ich weiß nicht, wie viele Zimmer. Das war ein Todesfall. Nur Teilräumung. Nicht ganz bewusst räumen, nur Teilräumen. Und ich bin Frau Lindler, freut mich. Grüezi, guten Tag. Grüezi. Christine, ja, freut mich. Es ist ein bisschen eng hereinspaziert. Aber es ist im Umbruch. Okay. Zeig mal, was wir mitnehmen haben. Die Betonrandung. Ja. Mit dem Lämpli, ja, das auch. Lämpli auch. Lämpli auch. Die Puppe. Nein, das wollen wir mal noch. Wenn nachher hat. Ein erster Blick zeigt, das Haus ist eine Schatzkammer. Aber noch ist nicht klar, was Christin Lindler den Männern mitgeben mag. Das können Sie auch mitnehmen. Mit mitnehmen. Erst nicht miteinander, wie es ist, wenn sie gegangen sind. Und wenn ich dann so noch einmal durchlaufe und schaue, und dann. Ja, aber ich. Ich muss nicht anheben, ich muss es nicht mehr anflecken. Das ist eigentlich gut von mir. Oder? Da hinter dem Bild ist eine Tiefkühltruhe. Vielen Dank. Die müsst ihr auch weg. Ja. Das Bild nicht nehmen. Nein. Das ist schon mal alles. Ja. Darf man aufmachen, die Tür? Ja, da könnt ihr drauf machen. Da kann man wunderbar. Gleis und hell. Ah, ich sag, das sind das Jugenderinnerungen. Ich bin auch froh, dass man das nicht einfach alles nur noch fortgeht, oder in Mulden fortgeht. Dass so gewisse Sachen ihr Heim wiederfinden, oder? Also das Bild geht nach Deutschland, das Kleid geht. Die Sachen gehen noch übereinander, weil ich finde, sie haben einen würdigen Abgang. Und mit dem kann ich dann eigentlich leben. Und wenn jetzt diese Sachen auch noch jemanden finden, der Freude daran hat, dann finde ich das eigentlich noch gut, weil wenn man einfach alles in eine Wulde schießt, oder? Also, ein Leben einfach wegschmeißt, das tut mir weh. Das geht rucki zucki, ja? Die Ausbeute ist zwar nicht überwältigend, aber Bemsing lässt sich nicht beirren. Aus Erfahrung weiß er, oft zahlt sich erst der zweite Besuch aus. Wenn der Rest des Material bleibt, oder? Wenn Sie geben das Material uns, wird sehr viel. Jetzt Sarah, alles. Bis nächstes Mal nehmen wir alles. Nächstes Mal, ja. Jetzt gibt es dann noch mehr. Ja. Noch mehr. Wenn es gutes Material geben. Ja. Ich bin so zufrieden. Das ist auch so gutes Material. Wir gehen ins Mie. Ja. Kanzleiflohmarkt Zürich, 6.30 Uhr. Das Wetter ist immer noch scheußlich. Der Flohmarkt liegt im Dauerregen.
Hey, was ist das? Jetzt was ist das? Ich weiß es auch nicht. Ich werde es auch nie herausfinden. Aber es ist einfach irgendwie noch heiß, oder? Gell? Also zuerst habe ich gedacht, eine Lampe. Aber es kann es ja nicht sein, weil es ist gespiegelt da drin. Ja, ja. Also, keine Ahnung. Händler Sven zahlt für das mysteriöse Objekt samt Küchenschemel 100 Franken. Man hat natürlich das Gefühl, also als Händler, dass wenn so scheiß Wetter ist, dass man psychologisch gesehen den Druck schon auf seiner eigenen Seite hat und dann wegen dem Preis natürlich ein bisschen in der Übermacht ist, einfach wegen dem scheiß Wetter, oder? Ja, es ist schon so eine gewisse Schlitzohrentaktik noch dahinter, oder? Vielleicht habe ich das in 70 Jahren, dann kannst du es bei mir wieder rum und wieder da annehmen. Dann klären die Nächste. Mittlerweile haben Herbert und Marion etwas Laufkundschaft, aber viel Umsatz werden sie heute nicht machen. Immerhin, die Maske ist verkauft. Danke. Okay, merci. Next. Merci. Next. Gib mir das 10 Stutz. Next. Also es geht, der Block ist 2, das Messer. Das ist 5. Ja, ja, also ich würde sagen, für einen Servaler langt, oder? Immerhin. Aber jetzt hört sogar für die abgebrühtesten Händler der Spaß auf. Ah, shit! Ich kann nur sagen, das ist ein Wahnsinn! Ja! Es ist also am Rand jetzt. Jetzt ist es am Rand. Nein, es ist ein Wahnsinn. Also, komm, wir packen die. Die haben so viel gesammelt, die haben so viel gemacht. Die sind so, also mein Vater war so kreativ gewesen, das kann ich doch jetzt nicht einfach so unbesehen, so kalte Hand geben und sagen, okay, jetzt schiessen wir das Zeug einfach weg, fort, jetzt ist etwas anderes, oder? Ich habe es einfach irgendwie noch einmal anschauen und finde immer noch viele Sachen raus über meine Eltern, über jetzt den Nachlass. Und man hat es noch einmal in der Hand und dann ist man irgendwie auch bereit zu sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt kann es gut. Ich komme aus einer Monofamilie. Mein Urgroßvater ist sehr berühmt, also sehr berühmt, ist bekannt, oder weiß man, wer er ist in Deutschland. Das ist Johann Wilhelm Lindlar. Das ist seine Frau. Die geht nach Bergisch Gladbach ins Museum in die Villa Zander. Und wo die Villa Zander hat ja schon ganz viele Bilder von meinem Urgroßvater. Die sammeln die Bilder. Und die kommen jetzt hier hin, so quasi Endstation. Für viele der Gegenstände, die Christin Lindlar den Männern vom Brockenland mitgegeben hat, heißt die Endstation allerdings Abfallmulde. Aber das Sofa und der Servierboy dürfen weiterziehen. Der Laden von Händler Sven Andres ist Zwischenstation für das geheimnisvolle Stück Glaskunst. Beim Weiterverkaufen hält sich Sven an eine faire Preispolitik. Ich selber, ich habe so eine Milchbüchlerrechnung. Da ist eigentlich bei einem Artikel, wo ein normales Risiko birgt, mal 3. Bei einem Artikel, wo jetzt für mich kein grosses Risiko ist zum Verkaufen, dort mache ich 50-50 für eine faire Sache. Also da zahle ich die Hälfte von dem, was ich es verkaufen kann. Und da gibt es noch Sachen, die so ein bisschen Grenzfälle sind, die vom Stil her, vom Zustand oder was auch immer so ein bisschen schwierig sind. Dort muss natürlich die Marge dann mehr sein, weil einfach die Gefahr gross ist, dass ich es dann bei mir jahrelang vielleicht sogar im Lager rumschleppe und nur Arbeit damit habe und dass dann einfach am Schluss noch etwas hängen bleibt. Er weiß noch nicht, in welche Kategorie diese Glasscheibe gehört.
Am Morgen habe ich es noch eigentlich deswegen gekauft, weil ich es so widerlich gefunden habe, dass es irgendwie lustig war. Und ich wollte es einfach irgendwie haben. Also ich habe jetzt nicht das Geschäft gewittert oder so, sondern es ist einfach, ich habe es lustig gefunden. Und jetzt mittlerweile ist wirklich, hat sich da so eine Beziehung aufgebaut. Ich werde das Ding irgendwie heimnehmen. Ich hoffe, dass meine Freundin mich dann nicht auf die Straße rührt. Und sonst bin ich dann halt mit dem Ding auf der Straße. Aber ich werde es als meinen Begleiter irgendwie mitnehmen. Und ich werde es herausfinden. Ja. Irgendwann werde ich es herausfinden. Ich bin davon überzeugt. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten in den Abfall. Rund 240 Tonnen entsorgen die Mitarbeiterinnen im Brockiland in Dietikon pro Woche. Was sich weiterverkaufen lässt und zu welchem Preis, wissen Sie aus Erfahrung. In der riesigen Halle wird entschieden, welchen Dingen ein zweites Leben beschieden ist. Zum Beispiel alte Bilder, die jahrelang in dunklen Kellern verstaubten. Nikolaus Schneider, Clubbetreiber in Zürich-West, packt sie gleich stapelweise ein. Wo sind's? Deine Bilder? Ich möchte sie Ihnen schnell zeigen, dass sie einverstanden ist mit dem Preis. Die sind verkauft. Ja, sicher einmal im Monat bin ich in allen verschiedenen Brockes für Dekos. Im Haif lohnt sich das sehr. Die Sachen leben damit nicht so lange. Gerade zum Beispiel Sofas nehmen wir natürlich eher so ein bisschen robuste Sachen. Und die überleben dann vielleicht 3 Monate. Aber das muss immer wieder mal neu gemacht werden. Somit lohnt es sich fast nicht, in richtig teure Sachen zu investieren. Am Schluss seiner Einkaufstour entdeckt der Christin Lindlaus Servierboy und ist begeistert. Das bezieht sich da recht gut. Und den haben wir jetzt auch noch gerade gesehen. Das muss ich noch separat bezahlen. Das ist sicher 650. Ich will schon, dass Sie ruhig schlafen können, aber 650. Okay. Irgendwie haben wir eine telepathische Verbindung. Ich und die Frau, die tut meistens genau den Preis sagen, den ich im Kopf habe. Ein Drittel von dem, was angeschrieben ist. Christin Lindlar ist nach Bergisch Gladbach gereist. Sie will sicherstellen, dass die Porträts ihrer Urgroßeltern an ihrem letzten Bestimmungsort gut aufgehoben sind. Die Städtische Galerie besitzt etwa ein Dutzend Arbeiten von Johann Wilhelm Lindlar. Ja, freut mich. Guten ja, Tag. Das ist aber schön, dass Sie gekommen sind. Die Bilder sind schon da. Ja, das ist aber schnell gegangen. Ja. Hatten Sie eine gute Reise? Ja, sehr. Ja, die haben mich jetzt wirklich meine ganze Jugend begleitet beim Essen. Die waren bei uns im Esszimmer und die haben immer ganz gestreng auf uns runtergeschaut. Na, hallo. Jetzt bist du woanders. Wohin dürfen Sie jetzt? Wir hängen Sie jetzt hier auf diese Wand. Das kommt, denke ich, auch mit den Befestigungen ganz gut hin. Dann schauen wir, wie wir es dauerhaft hier in die Sammlung integrieren. Und dann ziehen wir nach rechts. Sehr schön. Anstatt auf den Mittagstisch der Familie Lindlar schauen die ehrwürdigen Gesichter aus dem 19. Jahrhundert zukünftig auf Galeriebesucher hinunter. Das ist eine Prachtwand, eine Prime Location hier. Ja, das ist hier der rote Salon, in dem manche Paare sich auch trauen lassen. Für uns ist das natürlich als städtisches Museum eine ganz große Bereicherung, denn wir haben zwar Gemälde von Johann Wilhelm Lindlar, aber kein Porträt. Soweit ich weiß, ist das auch das einzige Porträt, was es von ihm gibt. Ist ein guter Moment. Ich finde es gut. Ich finde es schön. Ich finde, da gehört er an. Da passt er an. Da muss er an. Ihn würde es, glaube ich, auch freuen. Meine Eltern freuen es sicher.
Für mich ist es richtig. Das ist gut, das ist eine Entwicklung, das geht immer weiter. Da laufen da Dinge. Sven Andres weiß mittlerweile mehr über die Murano-Maske. Bei meinen Recherchen bin ich eigentlich zu 99% sicher, dass es sich um skandinavische Glaskunst handelt. Das ist sicher eine skandinavische Glaskunst aus den 60er, 70er Jahren. Weiterverkaufen will er die Maske trotzdem nicht. Im Gegenteil, er nimmt sie zu sich nach Hause. Der ehemalige Pöstler und Fotograf liebt es, sich mit Dingen aus längst untergegangenen Welten zu umgeben. Viele seiner schönsten Fundstücke behält er für sich. Und auch dem Murano-Glas soll nun diese Ehre zuteil werden. Ich habe jetzt heute Morgen klangheimlich den Platz frei gemacht. Da war vorher ein Zeitungsständer. Aber ich denke, der Platz ist prädestiniert für das hübsche oder auch ganz hässliche Ding. Weil es da auch eine Steckdose hat. Und jetzt schauen wir mal. Der Vollmond leuchtet. Einen langen Weg hat Christin Lindlers Servierboy zurückgelegt. Aus dem vornehmen Basler Familienhaus in den angesagten Partyclub Hive in Zürich-West. An seine neuen Benutzer wird er sich sicher noch gewöhnen. Hoffen wir, dass das Partyvolk ebenso pfleglich mit ihm umgeht wie einst die Künstlerfamilie aus Basel. Nächste Woche in Lauf der Dinge. Guten Morgen. Was mitnehmen? Alles. Meine Eltern haben 40 Jahre lang nichts hochgerührt. Noch zwei Autobruch. Ja, das ist viel Arbeit da. Ja, du. Ist gut, ist gut. Ah, merci vielmals. Merci, danke, merci. Am Samstag treffen wir uns wo am Flomi. Es ist nicht gut, wenn man sich am Freitag nicht hört und abmacht für den Samstag. Dann stimmt etwas nicht. Weil Flomi ist wie heilig.